Hallo zusammen und herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt. Bei uns geht es heute um die öffentliche Apotheke und zwar, warum sie besser ist als ihr Ruf. Als erstes möchte ich Ihnen gerne meine Gäste vorstellen und dann würde ich gerne auf dieser Seite anfangen mit einem bekannten Gesicht für die Apothekerinnen und Apotheker unter uns. Herr Thomas Benkert, seit 2021 Präsident der Bundesapothekerkammer. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Sie sind berufspolitisch ja schon sehr lange aktiv, schon mehr als seit 20 Jahren. Und Sie sind auch selbstständiger Apotheker. Sie führen die Amper-Apotheke in Fürstfeldenbruck. Ja. Fürstenfeldbruck. Entschuldigung, da war ich etwas nervös. Fürstenfeld liegt in Österreich. Knapp daneben. Ja. Von 2000 bis 2002 waren Sie Vorstandsmitglied des Bayerischen Apothekerverbands. Sind seit 2002 Vorstandsmitglied der Bayerischen Landesapothekerkammer, dort seit 2006 Vizepräsident und seit 2010 der Präsident. Herzlich willkommen. So. Dankeschön. So. Genau, dann haben wir Hadi Fadul und nebenan Nadim Schäbli. Ich stelle sie jetzt zusammen vor. Sie haben nämlich zusammen studiert. Und zwar in Syrien, in Damaskus, an der privaten Arab International University. Das stimmt. Ja, das stimmt. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Sie sind 2016 nach Deutschland gekommen und sind jetzt beide gemeinsame Inhaber von zwei Apotheken, die Sie als OHG führen. Ja. Ganz genau. Vielen Dank. Und zwar die Wenhoff Apotheke OG in Sennestadt und die in Bielefeld und die Wenhoff Apotheke OG, auch in Bielefeld. Ja, die Finnhoff Apotheke und die Sennestadt Apotheke in Bielefeld. Ja. Ja. Vielen Dank. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Ja, danke. Ja. Dann freue ich mich, Sie, Anna Schatz, begrüßen zu dürfen. Ich habe vorhin auch schon Ihren Vortrag gelauscht. Da ging es darum, wie man verschiedene Generationen besser in den Arbeitsmarkt einbinden kann. Sie sind Unternehmerin, Speakerin, Coach und Sie sind gelernte PTA. Genau. Sie interessieren sich vor allem für die Themen Führung, Kommunikation und auch Social Media. Freue ich mich, wenn Sie uns später schon mehr dazu berichten. Danke. Ja. Und last but not least, Jan Habecke. Sie sind Apothekeninhaber von der Jahreszeitenapotheke in Münster. Die haben Sie 2018 übernommen und Sie haben noch ein BWL-Studium an Ihr Pharmaziestudium angehängt. Richtig, genau. Ja, und Sie bilden gerne sehr viele Pharmazeuten im Praktikum aus und Sie haben ein besonderes Talent, die jungen Menschen für die Apotheke zu begeistern, habe ich gehört. Ersteres kann ich bestätigen, ja, und zweites kommt auch vor, genau. Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Ja, ich freue mich, dass Sie hier sind. So, dann möchte ich gerne die Talkrunde mit Ihnen beiden beginnen. Ja. Und zwar sind Sie bereits zwei Inhaber der Apotheken und Sie sind erst vor kurzem nach Deutschland gekommen, vor einigen Jahren. Und ich wollte Sie fragen, was hat Sie denn dazu bewogen, nach Deutschland zu kommen und wie haben Sie hier so schnell Fuß gefasst? Wir sind seit Ende 2014, Anfang 2015 hier nach Deutschland gekommen. Da hatten wir eine Promotionsstelle in Tübingen, die wir leider nicht angefangen haben. Als wir nach Deutschland kamen, wir haben gefragt, was wäre besser, die Promotion zu machen oder die Approbation als Apotheker zu erhalten. Da wurden wir empfohlen, ja, die deutsche Approbation als Apotheker hilft bei der späteren Karriere in der pharmazeutischen Welt hier in Deutschland besser als die Promotion. Dann haben wir uns die Promotion abgebrochen. Dann haben wir angefangen, Deutsch zu lernen. Das war ungefähr 6 bis 8 Monate, haben wir Deutsch gelernt. Und dann haben wir in der Apotheke angefangen. Wir haben ein praktisches Jahr, wie die Pharmazeuten, die in Deutschland studiert haben. Unser Studium in Syrien ist anerkannt bis zweiten Staatsexamen, dann sind wir Pharmazeuten, aber kein Apotheker. Und damit man ein Apotheker wird, dann muss man das dritte Staatsexamen ablegen und bestehen. Und warum wir so schnell da hier Fuß gefasst haben, weil
von Anfang an hatten wir ein Ziel, ja, dass wir hier was realisieren wollen und da wollen wir was machen. Und hätten wir auch vielleicht das Gleiche gemacht, wenn wir in Syrien geblieben wären. Da hätten wir bestimmt auch selbstständig geworden. Und warum Deutschland? Ja, mein Vater war in den 80ern hier und er hat in Deutschland studiert. Und er hat, als ich Kind war, der hat mir immer von Deutschland berichtet. Da war er auch auf vielen Messen, wo er Eisenwaren und andere Sachen auch aus Deutschland exportiert und importiert und nach Syrien exportiert. Von daher kennt ich mich mit vielen deutschen Namen und die Qualität hier, die hier ist, seit Kindheit. Und da hat mich motiviert, auch in Verdol. Unsere Väter kennen auch sich ganz gut. Da hat uns das motiviert, nach Deutschland zu kommen. Ja, vielen Dank. Dann, was hat Sie denn beide dazu bewogen, sich selbstständig zu machen? Das ist ja nochmal ein ganz anderer Schritt, als Apotheker zu arbeiten. Mhm. Und dann eben die Verantwortung der Selbstständigkeit auf sich zu nehmen. Ja, das war von Anfang an, als wir die Anerkennung schon abgelegt haben, das hatten wir so im Kopf, würden wir gerne so unsere eigene Apotheke führen, irgendwann. Das war auch das Ziel, auch wenn wir nicht hier in Deutschland wären, hätten wir das auch in Syrien auch das Gleiche gemacht. Wir kennen uns, seit wir jung waren, und das haben wir dieses Ziel damals, als wir in der Uni, wir haben auch in der gleichen Uni, wie Sie von Kuss erwähnt haben, auch studiert. Und das war für uns klar, irgendwann möchten wir gerne unsere Idee in Tat umsetzen. Und da kamen wir hier nach Deutschland und dann haben wir die Chance, unsere schon Idee zu umsetzen. Und dann haben wir uns entschieden, nach 5-6 Jahren Erfahrung als Angestellter und Fachdozent und Vertreter auch schon in öffentlicher Apotheke, Krankenhausapotheke, haben wir uns entschieden, machen wir selbstständig. Und warum OHG? Das ist so, da war das Ziel von Anfang an, dass wir haben so ungefähr gleiche Idee, gleiche Ziele. Und dann haben wir uns gesagt, jetzt gibt es so viele Vorteile für die OHG. Es gibt bei jedem so Thema Vorteile, Nachteile, aber wir sehen immer die Vorteile mehr bei dem OHG. Der erste von denen, das können wir beide uns vertreten, wenn einer von uns krank ist oder möchte so jemand so Urlaub machen. Und auch wenn durch das Gesetz, man darf 4 Apotheken schon eröffnen, durch das, wir müssen nicht immer... Wenn wir so eine zweite, wir haben jetzt 2 Apotheken, dann eine von uns ist eine Filialleiter für diese beiden Apotheken. Können wir uns das immer so ganz gut regeln. Wegen Personal auch schon jetzt Mangel, was ist auch schon ein großes Problem in Deutschland, leider ist so, das finden wir in unserer Meinung, die OHG unterstützt auch diese Situation jetzt zur Zeit. Dass man, okay, wenn man so alleine steht, das ist, kann man alleine schaffen, das ist keine, gibt's keinen Zweifel dran. Aber wenn das zu zweit ist, dann erleichtert auch das die Arbeit für uns beide. Und ja, das ist so, beide Faktoren, die haben zusammen uns so überzeugt, dass wir zusammen die OHG gründen. Und Herr Fadouls Mutter ist auch Apothekerin, die hatte ihre eigene Apotheke in Syrien. Und wir haben damals bei ihr als Angestellten arbeiten. Die war meine Chefin, ja, von daher. Und unsere Chefin, ja. Unsere Chefin, nicht. Und die hat uns beigebracht, wie wir zusammen arbeiten können. Ja, das hat uns das erleichtert. Auch quasi familiär vorbelastet. Ja. Ja. Wem würden Sie denn den Schritt in die Selbstständigkeit empfehlen? Ist das denn für jeden geeignet? Ja, eigentlich, ich würde jeden Kollegen empfehlen, diesen Schritt zu machen. Es muss man nur den Mut haben, das zu machen. Und es hängt von der Persönlichkeit ab, ob man sich in diese Position findet oder nicht. Das braucht viel Verantwortung, viel Geduld, viel Mut. Man kann das nicht ausschließen, aber es gibt... Ich kann das zum Beispiel, ich wollte immer das selbstständig machen, aber was mich auch motiviert hat, dass zum Beispiel mein alter Chef, der hat immer an mich geglaubt, der hat mich auch motiviert, ja, das kannst du machen und das kannst du machen, das kann ich dir beibringen und das und jenes. Und da wir auch uns zusammengefunden haben, dann das war eigentlich ein Schritt, wo wir uns gegenseitig unterstützen können. Sehr schön. Herr Benkert, Sie sind ja auch schon lange selbstständig. Was hat Sie denn dazu bewogen damals? Ja, es war bei mir eigentlich klar, ich will selbstständig sein in irgendeiner Weise. Nur als angestellter Apotheker, das wäre, glaube ich, nichts ganz so für mich gewesen. Und ich hatte eine
wir hatten ein Haus in Schweinfurt, ich komme ursprünglich aus Schweinfurt, und da war unten drin eine Apotheke und die war halt irgendwo im Plan, mal die zu übernehmen. Ich war damals relativ unbedarft, was Apotheken angeht. Ich bin das erste Apotheker in der kompletten Familie, so leid man zurückgucken kann. Und würde vielleicht so blauäugig heute, wie ich es damals gemacht habe, das nicht mehr machen. Da wird man also, glaube ich, sich ein bisschen mehr Rat holen. Ich habe mir zwar Rat geholt von meinem damaligen Chef. Ja, das kannst du schon machen. Aber es war halt die falsche Apotheke am falschen Platz. Gut, das war damals so. Aber ich habe es trotzdem nicht bereut, da erstmal auch Erfahrungen zu sammeln. Es war eine ganz kleine Apotheke, aber es hat sich halt einfach die Stadtentwicklung ganz anders wohin entwickelt. Da konnte ich machen, was ich wollte. Ich habe da also nicht so ganz große Zukunft gesehen und habe mich dann ins Wagnis gestürzt, komplett wegzugehen aus Unterfranken nach Oberbayern. Nicht wissend, wie werde ich als Unterfranken, ist ja auch Bayern, aber es ist ja nicht so richtiges Altbayern, wie werde ich da unten angenommen, bin ich da schon halber Preuße oder läuft es noch unter Bayern? Und wir haben vier Kinder, die vier Kinder waren alle noch sehr klein und ich bin dann erstmal weggegangen und wusste auch nicht, war ein Harakiri-Spiel, aber es hat sich voll rentiert, es war die richtige Entscheidung. Eine Landapotheke, die sehr personalintensiv war, ich war am Anfang rund um die Uhr da und ging also super gut und ich habe den Schritt definitiv nie bereut, in so gegangen zu sein. Das freut mich, auch ohne familiäre Vorbelastung. So, Herr Habecke, Sie sind auch selbstständig. Richtig. Was hat denn bei Ihnen zu dem Schritt geführt? Ich habe, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, Vertretung gemacht. 6 Jahre lang war ich nach meiner Approbation in verschiedensten Apotheken und habe wirklich mit Leidenschaft auch dort in den verschiedenen Teams gearbeitet. Circa 50 Apotheken habe ich gesehen, da habe ich sehr viel Erfahrung gesammelt. Und irgendwann hatte ich den Drang, doch diese Erfahrung in langfristige Projekte zu umzumünzen. Also diese Erfahrung aus den, ich sag mal, wenigen Wochen, die ich immer da war, habe ich schon gebündelt und wollte es aber wirklich auch so langfristig mein eigenes Projekt machen und meine eigene Apotheke, auch mit meinen eigenen Ideen, die ich dazu entwickelt habe, umsetzen. Und da war die Selbstständigkeit der perfekte Schritt. Und ich bereue das nicht. Ich kann auch wirklich jeden dazu ermutigen. Natürlich muss man sich vorher klare Gedanken machen und auch eine klare Vorstellung haben. Man muss auch klar sein, dass das Arbeit ist, aber mir hat das unterm Strich super viel Spaß gemacht und ich bereue es nicht. Sehr schön. Frau Schatz, Sie waren ja auch schon in der Apotheke aktiv. Sie sind gelernte PTA und von Ihnen würde ich gern wissen, was Ihrer Meinung nach denn die Apotheke zu einem attraktiven Arbeitsplatz macht und was Sie vielleicht sogar zu anderen Bereichen der pharmazeutischen Wissenschaften abhebt. Ganz viel. Ich kenne ganz tolle Apotheken, die ein wunderbarer Arbeitsplatz sind für PTAs, weil ich glaube, auch die Menschen, die jetzt gerade da arbeiten, die schätzen unheimlich immer noch die Nähe zu den Patienten, die sie beraten. Also sozialer Austausch wird immer wichtiger. Auch wieder für die Generationen, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommen, die lieben sozialen Austausch und Kommunikation, also das Miteinander im Team, aber auch die direkte Beratung, die sie machen können und jetzt ja gerade auch wieder immer mehr durch die Leistungen, die möglich werden, die direkt am Patienten getan werden können. Also sozialer Austausch, Kompetenz zeigen, Interaktion im Team, das sind alles so Faktoren, die die Apotheke für mich sehr attraktiv machen. Vielen Dank. Vorhin in Ihrem Vortrag ging es ja auch um die Flexibilität im Job. Das wird immer wichtiger, gerade für die jungen Generationen, die fordern das ja nahezu. Und da wäre meine Frage, so Sachen wie Homeoffice, ist das denn überhaupt möglich in der Apotheke? Oder welche Möglichkeiten gibt es sonst, um die Arbeitszeiten flexibler zu gestalten oder die Arbeit an sich? Ja, Homeoffice ist natürlich das, was allen immer als erstes einfällt, wenn es um Flexibilität geht. Und ja, das ist möglich in den Apotheken, aber natürlich sind die öffentlichen Apotheken an Öffnungszeiten gebunden und an Dinge, die einfach getan werden müssen. Es gibt aber ganz viele andere Möglichkeiten, wie Apotheken ab einer gewissen Teamgröße, das muss man einfach sagen, umsetzen können und damit
den Arbeitsalltag so gestalten können, dass alle Generationen, das spricht nicht nur die Jungen an, zufrieden dort arbeiten können und diesen Arbeitsplatz auch wieder schätzen können. Dazu gehört sicher Homeoffice, dazu gehört aber auch, dass alle Positionen die Möglichkeit haben, in Führungspositionen reinzuwachsen, also sowohl PKAs als auch PTAs oder auch Quereinsteiger in die Apotheke kommen können. Und es gibt durchaus auch Arbeitgeber, die Gleitzeitmodelle in Apotheken sehr erfolgreich einführen. Oder wenn wir an sowas denken wie Lebensarbeitszeitkonten, die dann auch so moderne Sachen wie Sabbaticals zum Beispiel ermöglichen in den Apotheken. Das sind Sachen, die mir ad hoc einfallen einfach. Ja, vielen Dank, Herr Habecke. Ich habe gesehen, Sie haben schon etwas geschmunzelt. Wie handhaben Sie das denn in Ihrer Apotheke? Also, ja, das Thema Homeoffice ist ja so ein allgegenwärtig. Ich bin ja auch im Vorstand im Verband und da ist das auch durchaus oft Thema. Bei mir in der Apotheke tatsächlich haben wir auch Personen, die im Homeoffice arbeiten. Wir haben Remote-Verbindungen, das ist softwareseitig möglich und dadurch gibt es auch Homeoffice. Aber wir arbeiten, wie gerade auch schon gesagt, mit Menschen. Ne? Wir arbeiten am Patienten und unser wirklich größtes Fund ist, dass wir wirklich die Nähe auch zum Patienten, diese niedrigschwellige Nähe zum Patienten haben und dafür ist es auch notwendig, dass die Mitarbeiter in der Apotheke auch vor Ort sind und ich denke mal trotzdem, dass man da auf jeden Fall auch Flexibilität schaffen kann und auch eine Attraktivität für junge Menschen. Das ist ja so auch das Thema, wie kriege ich die Leute in die öffentliche Apotheke und ich glaube, dass man da schon auch mit einem neuen, mit einem neuen Herangehensweise die Leute in die Apotheke holen kann und auch eine Attraktivität schaffen kann. Zum Beispiel bei uns gibt es die Wunscharbeitszeit erstmal. Also wir kriegen fast im großen Team fast jeden unter mit seinen individuellen Wünschen. Es gibt Leute, die lieber abends arbeiten wollen. Wir haben bis 22 Uhr geöffnet. Also es gibt auch junge Mütter, die dann von 18 bis 22 Uhr kommen, weil dann der Ehemann nach Hause kommt. Und es gibt auch welche, die nur eine 3-Tage-Woche haben wollen. Die arbeiten dann halt 3 Tage, 11 Stunden. Und haben dann fast eine Vollzeitstelle. Ne? Also das ist durchaus möglich. Ne? Prima. Dann bleiben wir noch mal bei der Attraktivität des Arbeitsplatzes. Noch eine Frage an Sie beide. Ja. Was denken Sie denn, was deutsche Apotheken für ausländisches Fachpersonal so interessant macht? Also das hier in Deutschland schon, denn das gibt so viele Möglichkeiten für die Ausländische, also im Ausland zu arbeiten. Die Approbation oder die Ausbildung hier in Deutschland, das würde sehr anerkannt von den anderen Ländern. Das hat man sehr schon Chancen auf verschiedene Arbeitsmärkte und so weiter. Das ist auch schon, ermöglichen auch schon hier, dass es den Sicherheit von dem Gesundheitssystem in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern ist hier so mehr so stark etabliert auch schon und dann bietet auch schon verschiedene so Möglichkeiten für die Pharmazeuten in verschiedenen Bereichen auch auf dem Markt. Das finde ich auch auf jeden Fall. Was macht auch attraktiver auch schon hier? Das gibt es auch schon, das für später auch schon für die Ausländischen, also schon Pharmazeuten, die können auch in verschiedenen so Bereichen, beispielsweise kann man sich hier, man kann hier eine Weiterbildung machen, durch die Apothekerkammer beispielsweise, das kann man im Bereich klinische Pharmazie oder AMTS heutzutage oder alles Offizien und so weiter. Auch schon Deutschland ist sehr bekannt als Forschung schon Land und das kann man so auch schon sich, wenn man mochte die Forschung, das kann man in verschiedene so Forschungsbereiche, Industrie auch schon arbeiten. Muss man nicht nur in offensive Apotheke, kann man auch in Krankenhausapotheke, das gab auch schon verschiedene so Bereiche. Da kann man so sich auch so auswählen und dann dort arbeiten. Ja. Kennen Sie noch mehr Menschen, Apotheker, die das gemacht haben? In die Industrie gegangen hier in Deutschland oder ins Krankenhaus oder auch in die Apotheke? Ja, also ich kenne also mehr, die gehen in der öffentliche Apotheke eigentlich. Unsere Kollegen, die aus Syrien mit uns kamen damals, die sind mittlerweile entweder selbstständig jetzt geworden, eigentlich die 4 von denen, die wir eng kennen. Und die anderen, die sind auch meistens so, nicht so jetzt Statistik jetzt sagen, aber 85% von unseren Kollegen sind meistens in der öffentlichen Apotheke sind. Die sind auch schon ein paar, die sind in die Industrie gegangen, weil die mögen nicht so gerne die Beratung und direkte so Kontakt mit dem Kunden. Das kann ich verstehen, aber meistens die sind in öffentlicher Apotheke. Was macht immer das attraktiver? Vielen Dank.
Herr Benkert, ein wichtiges Thema in den Apotheken ist ja auch der Nachwuchs, wenn es denn welchen gibt. Kleiner Scherz am Rande. Und der Ruf nach einer Modernisierung der Ausbildung, der ist ja sehr laut derzeit. Ich wollte Sie mal fragen, wie ist denn aktuell der Stand der geplanten Novellierung der Approbationsordnung? Sie wissen wahrscheinlich, wir haben ja den runden Tisch einberufen. Es gab einen Apothekertagsbeschluss, dass wir uns darum kümmern sollen, die Approbationsordnung von 2003, die ist jetzt auch 20 Jahre alt, zu novellieren. Und wir haben uns das dann zum Herzen genommen und ich habe gesagt, wenn wir das Ganze ranbringen wollen, dann können wir keinen Antrag stellen im Ministerium, hey, wir hätten gerne, macht mal was. Wenn, dann sollten wir ein Angebot von uns sein an die Politik, dass wir sagen, hier, wir haben alle, die in irgendeiner Weise mitzutun haben, ob das jetzt die Apotheker sind, in der öffentlichen Apotheke, in der Krankenhausapotheke, in der Industrie, bei der Bundeswehr, die Hochschullehrer, die IPHG, im öffentlichen Dienst, den habe ich noch vergessen, ja, die Pharmaziestudenten nehmen wir sie auch mit rein. Ja, alle, die in irgendeiner Weise mitzutun haben, den will ich mich erstmal auseinandersetzen und gemeinsamen Weg finden, dass wir dann an die Politik herangehen können und sagen können, hier, wir, die verfasste Apothekerschaft, hat einen Vorschlag für die Modernisierung unserer Ausbildung. Es hat sich so viel geändert in den letzten 20 Jahren, das wissen Sie alle, die in der Apotheke arbeiten, was die Wissenschaft da weitergeleitet hat, Untersuchungsmethoden, egal was, pharmazeutische Betreuung gab es nicht. Es gibt so viele neue Medikamente, Arzneimittel, die es damals nicht gegeben hat. Von daher müssen wir rangehen, die Ausbildung da in modernisieren und entsprechend auch anzupassen. Es hat dann sich ungefähr ein Jahr hingezogen, der Prozess. Und dann haben wir wirklich mit, war nicht ganz einfach, die wirklich total konträren Interessen unter einen Hut zu bringen. Und wir haben dann eben ein Positionspapier erarbeitet und haben das jetzt auch vorgelegt. Das war letztes Jahr im Dezember, habe ich einen Termin gehabt beim Minister selber und habe ihm dann das erste gedruckte Exemplar des Positionspapiers persönlich in die Hand gedrückt. Es hat eine längere Zeit gelegen und dann kam im Februar oder März eine Aufforderung, ins Ministerium zu kommen. Da war dann als Minister zwar nicht dabei, aber die Fachabteilung. Und dann wurden uns noch diverse Fragen gestellt, Unklarheiten, was wir unter was verstehen und warum und weshalb. Und wir haben dann diesen Fragenkatalog auch abgearbeitet mit sämtlichen Beteiligten wieder und haben das im Juni irgendwann dem Ministerium dann auch weitergeleitet. Jetzt liegt der Ball ganz klar im Ministerium. Sie haben alle Fragen, die offen waren, beantwortet bekommen. Und wir haben eben dieses Positionspapier so erarbeitet. Und vielleicht ganz kurz ein paar Positionen raus, ist ja bekannt. Wir brauchen einfach eine Verlängerung des Studiums. Wir kommen mit 8 Semestern bei der Fülle des Stoffs definitiv nicht mehr hin. Und deswegen war eben die 10 semestrige Ausbildung. Es passt auch besser in den europäischen Rahmen, weil ein Pharmaziestudium fast überall 10 Semester ist, plus eine praktische Ausbildung. Und von da war das auch dann Konsens mit den Hochschullehrern, dass das ganz wichtig ist. Und was neu aufgenommen worden ist, ist auch eine wissenschaftliche Arbeit in dem Bereich. Die wurde auch von der Studentenschaft eingefordert und auch sehr begrüßt von Seiten der Hochschullehrer, weil das, wenn man dann im Ausland mal tätig sein will als Apotheker, das eben ganz wichtig ist, dass man sowas noch vorzeigen kann. Das ist vielleicht der ganz grobe Stand. Wie gesagt, wir warten jetzt auf irgendwann Echo aus dem Ministerium, wie es weitergeht und ob der Minister sagt, okay, ich mache mich daran, dann müssen wir schauen. Das sind aber gute Dinge und bleiben dran und bohren da immer wieder nach. Vielen Dank, Herr Benkert, für das Update. Dann würde ich gerne noch beim Nachwuchs bleiben. Herr Habecke, Sie haben uns mal erzählt, Sie bilden viele Praktikantinnen und Praktikanten aus und schaffen es manchmal, solche umzupolen, die eigentlich nicht vorhatten, in die öffentliche Apotheke zu gehen. Und dann doch in die öffentliche Apotheke gehen. Was meinen Sie denn damit? Ja, also hier, ich habe 3 Apotheken. Eine davon ist in Wurfweite vom Pharmazeutischen Institut in Münster. Da ist es natürlich sehr einfach und da bilde ich mir auch nichts drauf ein, dass man da Bewerbung kriegt, weil Studenten sind da doch sehr pragmatisch. Die wollen erstmal da wohnen bleiben, wo sie im Studium gewohnt haben. Und so haben wir eigentlich zu 8 Pharmazeuten im Praktikum im Jahr, immer 4 pro Halbjahr und das ist durchaus erstmal eine sportliche Aufgabe, aber ich mache das super gerne und wir machen dann entsprechend auch so FIP-Seminare, dass wir die wirklich in den ersten 2 Wochen wirklich intensiv schulen und auf die Apotheke und deren ganzen Themen
Herausforderung vorbereiten und dann begleiten wir die wirklich intensiv auch durch alle Stationen. Wir haben Heimversorgung, viel im Labor zu tun, auch wir haben unterschiedliche Filialen, hatte ich gerade gesagt, in der Centerlage bis 22 Uhr und auch in so einem Vorort, also durchaus unterschiedliche Profile und da versuche ich wirklich die ganzen Facetten, die so eine Apotheke bereithält, auch zu zeigen und das kommt sehr gut an und ich hatte jetzt im letzten Jahr 2 Pharmazeuten im Praktikum, die wollten in die Industrie und wollten deswegen auch nur ein halbes Jahr machen. Der eine ist schon mit Anfang 20, also der ist 24, glaube ich, hat er sich selbstständig gemacht schon. Also direkt nach dem praktischen Jahr ist er, wie ich, auch in die Vertretungstätigkeit gegangen. Und das empfehle ich halt jedem, einfach um auch verschiedene Apotheken kennenzulernen, um seinen eigenen Typus zu finden. Und tatsächlich hat er irgendwie in der 2. oder 3. schon eine Übernahmemöglichkeit gehabt. Und das ist eine Möglichkeit auf jeden Fall, um die Leute auch dafür zu gewinnen. Und die andere Person hat jetzt eine Promotion angefangen und hat ganz schnell gemerkt, dass eine Promotion einfach was ganz anderes ist, als in der Apotheke zu arbeiten und dass das durchaus ja, auch Spaß machen kann, mit im Team mit Menschen zu arbeiten und was anderes ist als eine Promotion und hat sich auch schon entschieden, wieder in die öffentliche Apotheke zurückzugehen. Vielen Dank. Frau Schatz, wo sehen Sie denn die Möglichkeiten für öffentliche Apotheken, gerade die jungen Menschen einmal zu werben und dann auch zu binden? Ja, ich glaube, das Werben, das geht noch leichter als das Binden, weil da bin ich genauso. Ich glaube, dass Menschen, die frisch von der Uni kommen, da noch recht einfach sind. Die wollen gerne wohnortnah bleiben. Dann kommen Arbeitszeiten ins Spiel, aber die wollen erstmal schnell einen attraktiven und bequemen Arbeitsplatz finden. Und beim Binden wird es dann etwas komplexer. Also Schulung ist natürlich ein Thema, weil gerade jetzt bei den jungen Leuten, die kommen, ist dieses Fachkompetenzerwerben auch wieder wirklich ein Attraktivitätsmerkmal. Also die FIPS mit auf die Reise nehmen und fachliche Schulung, aber auch kommunikative Schulung anbieten. Und trotzdem bin ich vielleicht etwas radikaler, wenn ich sage, die Arbeitgeber, die ich sehe, die es schaffen, die FIPS zu halten, die kümmern sich auch schon mal um Verdienstmöglichkeiten, weil ich glaube, wir müssen dringend dafür sorgen, dass man in der Apotheke auch gut verdient, weil wir brauchen uns ja nichts vormachen, wenn es weiter so bleibt, dass ich in der Industrie einfach im Schnitt 40, manchmal 50% mehr verdiene als in der öffentlichen Apotheke, dann ist der Gedanke, in die Industrie zu gehen oder auch in die Krankenhausapotheke, schnell gefasst, gerade für einen jungen Menschen, der erstmal in die Berufswelt starten will. Also es Verdienstmöglichkeiten und auch die Aussicht, also wo komme ich hin oder bin ich in der Praktikumsapotheke und mache einfach erstmal so weiter, also waber da so vor mich hin, die ist natürlich recht mau. Also bleibe ich bei Ausbildung und für den fachlichen Beruf begeistern und trotzdem auch schon mal klar machen, du kannst hier gut verdienen, du hast Perspektive und aus dir kann hier richtig was werden, also leg los. Also Geld ist ein Faktor, Ausbildung und zu zeigen, deine Perspektive kann hier vielleicht im eigenen Unternehmen schon auch in Richtung Führung oder wo immer du hin möchtest, auch hingehen. Ja, vielen Dank. Das mit den Verdienstmöglichkeiten ist ein wichtiger Punkt, aber ich würde jetzt gerne dieses Pulverfass der Honorierung nicht öffnen auf dieser Bühne. Ich denke, das wäre ein kleines Fass ohne Boden. Ich habe eine persönliche Frage an Sie. Würden Sie denn in der heutigen Zeit nochmal in die Apotheke gehen? Könnten Sie sich vorstellen, das Vollzeit zu machen? Ich liebe meinen Beruf sehr und es gibt durchaus Kunden, bei denen ich selber auch in der Offizin stehe, weil eins ist fest in meinem PTA-Herz auch verankert und das ist die Nähe zum Kunden. Das heißt, das mache ich immer noch von Herzen gerne. Aber wenn Sie ehrlich von mir wissen wollen, ob ich Stand heute unter diesen Arbeitsbedingungen 40 Stunden als Offizin PTA arbeiten würde, dann ist die Antwort Stand heute nein. Warum? Genau aus den Gründen, die ich gerade gesagt habe. Wenn ich als PTA, und damit meine ich die normale PTA-Position, arbeiten würde und ich bin Mutter von 2 jungen Kindern,
Ich liebe Freiheit und Autonomie und ich möchte mir meinen Tag so gestalten, dass er sinnhaft ist, dass ich schon auch gearbeitet habe mit voller Kraft, aber ich brauche Flexibilität, ich brauche Sinnhaftigkeit, ich muss was bewegen können und ich bin jetzt 38, ich möchte diese Perspektive für mich auch noch mit 48 sehen. Und die sehe ich für eine normale PTA, so wie ich es dann wäre, im Moment nicht. Vielen Dank trotzdem für diese ehrliche Auskunft. Ja. Herr Benkert. Ich würde aber gerne noch mal einhaken. Also ja, na klar. Es klingt jetzt so, dass die Apotheke unflexibel wäre. Und ich glaube, das ist sie eben nicht, weil die Apotheke hat schon eine hohe Flexibilität. Ja. Erstmal haben wir Apotheken in jedem Dorf in Deutschland. Ne? Also vielleicht nicht in jedem, aber dann 2 Kilometer weiter. Also die Flächendeckung ist da. Und wir sichern sie auch. Und das ist ein so toller Vorteil, dass wir wirklich überall in Deutschland einen Arbeitsplatz bieten können. Wer kann das schon? Das ist fast nur in der Apotheke möglich. Und auch von den Arbeitszeiten ist das auch wirklich so, dass wir eine Flexibilität bieten können. Gerade für junge Mütter haben wir sehr, sehr viele Angebote und leisten da auch einen großen Beitrag. Also ich glaube, auch vom Arbeitsspektrum kann man auch das sehr, sehr breit fächern. Also man muss ja nicht nur in der Offizien stehen, auch im Labor kann man stehen. Wir haben jetzt Medikationsberatung, ist jetzt vielleicht im PTA entsprechend ein anderes Thema, aber auch für Approbierte haben wir da wirklich sehr, sehr großes Themenspektrum. Aber ich wollte... Jetzt würde ich hier gerne kurz einhaken. Hätte Frau Schatz bei Ihnen gelernt, hätten Sie sie vielleicht umgepolt. Wer weiß. Aber das ist ein Stellenangebot, oder? Immer gerne. Wir suchen auch PTAs ständig. Ja. Genau. Aber das Stichwort pharmazeutische Dienstleistungen ist ein gutes. Herr Benkert, bieten Sie pharmazeutische Dienstleistungen in Ihrer Apotheke an? Erstmal ja, aber ich muss da auch was dazu sagen. Ja, bitteschön. Ich meine, es muss ja, liegt, glaube ich, die Diskussion auch davon, dass man darauf eingehen kann. Ich meine, man kann sich nicht vergleichen. Sie sind selbstständig und ansonsten sind Sie eine angestellte PTA. Es sind einfach 2 Paar Stiefel, das haben wir gehabt. Sitzen jetzt 4 selbstständige Apotheker. Wenn ich sage, ich müsste jetzt als angestellter Apotheker in eine Apotheke 40 Stunden, wäre jetzt auch nichts mehr für mich. Entschuldigung, es ist einfach so, man ist dann in ein anderes Umfeld rein, ein anderes Denken, hat seine Freiheit, wie auch immer, die man dann auch leben kann. Oder seine Sachen, die man umsetzen kann, das haben Sie ja auch gerade gesagt. Ja, und das kann man, glaube ich, nicht vergleichen. Und nochmal ganz kurz zur Motivation. Sie haben vorhin Beispiele gebracht. Ich habe eine Apotheke, die ich seit 27 Jahren jetzt hatte, letztes Jahr verkauft. Und wer hat sie gekauft? Eine junge Kollegin, die viele Vertretungen gemacht hatte, die in der Pharmaindustrie war. Die hat in der Pharmaindustrie Sterillabor geleitet mit 20 Mitarbeitern und. War kommunikativ und alles. Und hat gesagt, was brauche ich? Ich will den persönlichen Kontakt zu meinen Kunden. Ich brauche einfach das Umfeld Apotheke. Ja? Ich bin total happy mit meinen Nachfolgerinnen. Die machen das sensationell. Ich habe eine Mitarbeiterin getroffen aus meiner Apotheke in Mammendorf, an meiner alten Apotheke. Hier auf der Messe habe sie angesprochen und sagt, super, Herr Benkert, das haben Sie toll gemacht. Das sind genau die richtigen Besitzer, die neue Nachfolgerin, die gekommen ist. Ja, also wie gesagt, auch der Schritt da zurück von der Industrie, sicherlich interessant, sterile Herstellung und so weiter, aber die Apotheke bietet halt doch da ein breiteres Spektrum. So, jetzt zurück zu den Dienstleistungen. Wir bieten die auch an bei uns in der Apotheke. Sie sind meine Mitarbeiter, sehr angetan davon, ist natürlich unterschiedlich. Der eine mag das, der andere mag das mehr, das ist ganz klar. Ich habe noch zwei Apotheken, die in Fürstenfeldbruck und eine in München mit unterschiedlichen Spektren. Das sind total unterschiedliche Apotheken. Und wir bieten den Mitarbeitern auch an, du kannst jetzt im Labor, wenn das dein Steckenpferd ist, du kannst in die Heimversorgung, du kannst in die pharmazeutische Betreuung, pharmazeutische Dienstleistungen. Wird wirklich gut angenommen, machen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch wirklich mit ganzem Herzen und das geht. Es ist manchmal schwierig, die Patienten anzusprechen. München ist eine Lauflage in der Innenstadt, Uniklinik nebendran. Da ist es schwierig, mit Medikationsanalyse jemanden zu finden, weil er da fehlt dann ja, nicht stationärer Verkehr ist, sag mal so, wo ich dann viele Stammkunden habe. In der Amper-Apotheke sieht es ein bisschen anders aus, aber es wird angenommen, wenn man mal den Mut hat, es zu tun. Am Anfang geht es ein bisschen langsam, das ist ganz klar, da braucht man ein bisschen länger. Aber es wird dann auch routinemäßig und man kann ja auch mit den kleinen Dienstleistungen, Asthmaberatung, Blutdruck messen und so weiter, dann mit den Patienten ins Gespräch kommen. Und es spricht sich dann ja auch rum, dass in der Apotheke da eben mehr ist als nur
Beratung und Abgabe von Arzneimitteln. Absolut. Bieten Sie beide auch schon die pharmazeutischen Dienstleistungen an? Ja, wir bieten die in der Apotheke an. Und nochmal zu dem Punkt, man macht wirklich die öffentliche Apotheke nicht, um Geld zu verdienen. Man macht das oder macht das nicht. Das Geld um zu verdienen ist wichtig, die Vergütung ist wichtig, aber das liegt im Blut. Entweder will ich in der öffentlichen Apotheke arbeiten oder nicht. Es können viele Faktoren auch spielen. Ich habe einen Freund, der auch Pharmazie studiert hat, der hat Immobilien gemacht, nicht Pharmaindustrie, der ganz aus dem Bereich, der verdient die gerade 3-4-fach mehr als ich, wie er zu mir letztes gesagt hat. Aber ich mache immer weiter noch öffentliche Apotheke, weil das Herz schlägt für die öffentliche Apotheke. Ja. Und auch die Beziehung zu den Kunden, dass der Kunde reinkommt, der erzählt, die erzählen nicht nur über Krankheiten, auch über viele persönliche, private Sachen. Ja. Und das macht die Bindung zu der Offizien. Das ist eben auch was kein Onlinehandel ersetzen kann. Ja. Richtig. Ich stehe selbst in der Apotheke. Manchmal brauchen die Leute auch einfach ein bisschen Fürsorge und wollen, dass man ihnen zuhört. Und ich finde, das ist auch ganz, ganz wichtig. Das stimmt. Ja. Sie haben jetzt fast 2 Jahre Ihre eigenen Apotheken. Wie waren denn so die ersten beiden Jahre? Eigentlich bis jetzt ist alles gut gelaufen. Am Anfang ja diese Bürokratie, die dahinter steckt. Das war eine große Herausforderung. Aber man hat hier Berater in allen Bereichen, das entweder in Steuerberatung oder Steuerberatung auch im Großhandelbereich gibt es auch eine Beratung. Auch die Amtsapotheker zum Beispiel bei uns in der Region war auch sehr behilflich. Die hat auch uns sehr unterstützt. Die hat auch bei der Beantragung der Betriebserlaubnis auch geholfen, wenn was gefehlt oder was zu ändern ist. Dann hat sie uns, auch der alte Apothekeninhaber, der hat auch uns unterstützt. Der wollte einfach nicht so die Apotheke abgeben und weg. Doch, der hat uns auch begleitet. Und von vielen Kollegen, mit denen wir studiert haben oder hier auch kennengelernt haben, dass man findet immer eine Begleitung und Unterstützung. Man steht kaum alleine, ja, hier. Das, auch die Mitarbeiter, ja, wir konnten direkt auch mit denen kommunizieren, wir haben uns gut verstanden und die unterstützen auch. Und Herr Fadonis, sagen wir das, wir sind 2 OHG-Partner, aber das Dritte sind uns das Team. Ohne das Team, ohne die Mitarbeiter funktioniert auch die Apotheke nicht. Das ist absolut richtig. Ja. Ja. Herr Habecke, nochmal zu Ihnen, Sie sind ja auch berufspolitisch aktiv. Sie engagieren sich als Vorstandsmitglied des Apothekerverbands Westfalen-Lippe. Und vielleicht könnte das ja auch für Kolleginnen und Kollegen interessant sein, sich in der Berufspolitik zu engagieren. Wie kam es denn bei Ihnen dazu und wie bekommt man denn den Fuß in die Tür? Das ist eine sehr interessante Frage. Also damals bin ich auch durch eine Tätigkeit, Vertretungstätigkeit, an ein Inhaber-Ehepaar gekommen, die mich direkt akquiriert haben und gesagt haben, ja, komm mal mit zu einem Treffen. Das war eine von einer Liste von der Kammerversammlung, so ein Vorbereitungstreffen. Und da waren sehr viele junge Menschen tatsächlich, die gerade auch geworben wurden. Und da habe ich mich dann auch zur Kammerversammlung aufstellen lassen und bin auch direkt gewählt worden. Ich glaube, dass wir uns nicht davor verschließen müssen, dass es in der Apotheke sehr viele Baustellen gibt. Das ist nicht nur das Schlaraffenland. Wir haben sehr, sehr viele Baustellen. Gerade gestern hat der Minister noch einige weitere aufgemacht. Und ich finde, Gabi Overwiening hat das gestern auch so toll gesagt, wir haben einen fantastischen Beruf. Wir haben eine fantastische Aufgabe, aber man muss auch dafür kämpfen, dass sie so bleibt und muss sich auch dafür einsetzen, dass sie weiterentwickelt wird. Und da kann ich einfach nur jeden, auch Angestellte, also nicht nur Selbstständige, auch Angestellte dazu motivieren, sich dafür einzusetzen, auch das mit selber zu gestalten und die Möglichkeiten zu suchen, einfach in der Kammer oder im Verband anrufen und fragen, wie kann ich mich engagieren? Und dann kriegt man auch die Information. Also es ist so, wie gerade gut gesagt, also man wird da an die Hand auch genommen und entsprechend kriegt man auch Informationen und kann sich engagieren. Jeder, der mitmachen will, wird da auch gehört. Und das ist, glaube ich, ein Signal. Also einfach mitmachen, einfach machen und sich engagieren, mitgestalten. Ja.
Herr Benkert, wie war das denn bei Ihnen damals? Wie sind Sie zur Berufspolitik gekommen? Wie die Jungfrau zum Kind, kann man fast sagen, ja. Das war noch in Schweinfurt, da wurde ich irgendwann angesprochen, weil in der Berufsschule, damals gab es noch Apothekenhelferinnen, keine PKAs, hatten wir plötzlich drei Klassen und die Lehrerin, die kam aus Würzburg und hat gesagt, mehr als zwei Klassen kannst du nicht machen und dann irgendwie haben sie keinen, Entschuldigung, Dümmeren gefunden als mich. Dann hatte ich eine Apothekenhelferin-Klasse an der Berufsschule an der Backe und wusste überhaupt nicht, was ich mit denen machen soll. Ich wusste nicht, dass die irgendwelche Schulaufgaben schreiben, Exen und sonst wie. Ich bin da also wirklich ja, schon reingestolpert. Aber es war super toll. Und nach zwei Jahren war dann die erste Prüfung dort. Und erstaunlicherweise war meine Klasse vom Durchschnitt her besser als die von der altgedienten Lehrerin. Hat mich natürlich sehr begeistert. Bin dann aus Schweinfurt weg und habe gedacht, okay, jetzt passiert erstmal nichts. Ich war noch in Schweinfurt tätig an der PTA-Schule als Prüfer und im Prüfungsausschuss. Und dann kam ich halt nach Mammendorf bei München in Oberbayern und dachte, da kennt mich erstmal keiner. Das hat aber nicht lange gedauert. Und dann war ich im Bezirksvorstand vom Apothekerverband und war ich dann irgendwann der Vorsitzende vom Bezirksverband Oberbayern Südwest und dann irgendwann im Vorstand. Das haben Sie vorhin ja schon aufgeführt. Dann habe ich aber festgestellt, dass der Verbandstätigkeit vielleicht nicht ganz meine Welt ist. Krankenkassenverhandlungen und Co. Also da zweifelte ich, glaube ich, an der Menschheit und habe dann den Switch gemacht von Kammer zur Kammer rüber, war dann Delegierter und dann da im Vorstand und dann ging es halt irgendwann nach oben. Sehr erfolgreich, wie man heute sieht. Ja. Mit einem kleinen Blick auf die Uhr sehe ich, dass wir schon fast am Ende der Runde sind und ich hätte noch eine Frage an Sie alle und zwar, was würden Sie Schülerinnen und Schülern heute erzählen, warum sie eine PTA-Ausbildung machen sollten oder Pharmazie studieren sollten. Wer möchte denn anfangen? Also ich kann anfangen. Gerne, ja, gerne. Herr Fadul. Ja, also ich würde gerne, also heutzutage, egal ob das die PTA gemacht werden oder als Pharmazie, dass man in dieses schon Bereich, Gesundheitsbereich, den Fuß zuerst reinzutreten. Weil das würde immer Leute krank leider werden und dann brauchen wir immer Leute, die müssen Leute da haben, die diese kranken Leute bedienen können. Egal ob PTA oder Apotheker oder Apothekerin. Und das auch schon dazu, das kommt, dass seit wir, also die Pharmazie steht schon seit Jahrhundert oder mehr auch die PTA-Schule und so weiter. Und das würde schon immer weiter existieren. Es kann nicht sein, dass von einem Tag zu einem anderen, dass man sagt, ja, ich brauche keine, gibt es keinen Beruf von PTA oder Apotheker oder Apotheker. Das ist immer eine Sicherheit, so Beruf. Und ja, heutzutage, wie Anna sagte vom Kurse, das gibt so Schwierigkeiten, muss man so ehrlich sein, ja, gibt es auch. Und mit der Vergütung auch schon, das ist auch ein heißes Thema jetzt, ist auf dem Tisch. Aber das, jede Zeit gibt es immer schon Probleme und irgendwann das wird schon dieses Problem gelöst werden. Und das wird schon wieder wie früher noch mal besser werden. Und deswegen würde ich immer jeder raten, in der Offizien oder in der öffentlichen Apotheke schon zu kommen. Auch Krankenhaus, Apotheke, wenn der Lust hat oder Industrie, Hauptsache, dass auch schon man Pharmazie oder PTA-Schule, weil wir brauchen Leute, wir brauchen Personal, wir brauchen Nachwuchs auch für uns später auch. Vielen Dank. Danke. So. Vielen Dank. Wer möchte? Ich kann gerne weitermachen. Ich glaube, die jungen Menschen, die wollen nicht nur eine Aufgabe haben irgendwie oder sich auf eins versteifen, die wollen sich entwickeln. Und in der Apotheke hat man, oder wenn man Pharmazie macht, egal jetzt wie, in welcher Facette, kann man sich enorm entwickeln und kann man enorm auch viele verschiedene Bereiche später bedienen. Und das ist ein großer Grund, warum ich Menschen dazu animiere, sich dort beruflich auszubilden bzw. beruflich zu entfalten. Vielen Dank auch hierfür. Ladies first. Der Gesundheitsmarkt ist immer noch der wachsendste Wirtschaftszweig überhaupt. Und egal, was man mit der Ausbildung hinterher macht, der Weg zum Traumarbeitgeber ist frei, weil man kann ihn sich im Moment einfach aussuchen. Und deshalb würde ich sagen, es ist ein toller Beruf. Und man findet wirklich inspirierende und tolle Arbeitgeber in jeder Facette der Pharmazie im Moment. Und deshalb, glaube ich, lohnt es sich gerade jetzt,
diese Ausbildung auf jeden Fall zu machen. Ah, da kommt schon Applaus von der anderen Bühne. Vielen Dank. So. Ja, ich würde zum Beispiel die jungen Leute motivieren, indem dass die in die Apotheke wirklich reinkommen und dass viel Arbeit mitmachen, dass es vielleicht von Schulpraktikum Aufgaben bis zu Chefaufgaben, dass sie sehen, wie die Apotheke aufgebaut ist, dass es hier eine Gesundheitsbetrieb, die auch sich um Leute kümmert, das kann auch hier die Verdienstmöglichkeiten in den Apotheken eigentlich ist immer noch gut im Vergleich zu anderen Berufen und da kann auch das auch an die, man hat zwei Faktoren, einmal die wirtschaftliche und einmal die menschliche Faktoren und ich denke, ich war auch der erste Apotheker in der Familie und da habe ich mich selbst von der Pharmazie überzeugt. Ich habe Praktikum in einer Apotheke gemacht und ja, dann habe ich den Beruf, ja, das ist der Beruf, den ich brauche für meine Zukunft. Und deswegen liebe ich meinen Beruf und da motiviert mich, immer voranzukommen. Und es gibt immer Erfolgsstories auch in Apotheken. Man kann nicht immer jammern. Es gibt auch gute Tage in der Apotheke. Die gibt es. Sage ich. Ja. Ich meine auch, der Apothekerberuf oder Apothekerinnenberuf und auch bei den PTAs ist erstmal total abwechslungsreich. Deswegen war es uns auch ganz wichtig in der Approbation, in die neue, dass dann hinterher wirklich ein Generalist rauskommt. Der Apotheker, der dann fertig ist, seine Approbation hat, ist in allen, Sie hatten es auch angesprochen, Bereichen einsetzbar. Und auch wenn ich jetzt sage, ich gehe nur in Anführungszeichen in die öffentliche Apotheke, auch ob da ist ja das Spektrum so unterschiedlich. Patienten. Rohrarbeit ist was anderes, kann man sagen, mag ich nicht. Ich habe eine Herstellung, ich habe eine Rezeptur, ich habe eine Altenheimversorgung, unter Umständen Zytoversorgung. Ich habe da so ein breites Spektrum, jetzt auch mit den pharmazeutischen Dienstleistungen, wo ich mich betätigen kann. Und ich glaube, das ist wirklich eine absolute zukunftsorientierte Ausbildung und man kann sich dann auch hinterher noch jederzeit ändern, wo man hin will. Und auch ganz, ganz wichtig, wir haben mittlerweile 80% Frauen, die Apothekerinnen werden. Und auch da bieten wir, glaube ich, ganz flexibel auch in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Apotheke, tolle Arbeitsplätze und vor allem ganz wohnortnah. Und ich habe auch bei mir viele junge Mütter aus der ganzen Welt, von Malaysia über Spanien, Griechenland, Russland, egal wo meine Angestellten herkommen, mit Kindern. Und wir kriegen das alle wirklich unter einen Hut, dass das funktioniert. Ich habe Gott sei Dank nicht bis 22 Uhr, nur in der einen Apotheke bis 20 Uhr auf. Aber da findet sich auch immer eine Lösung, dass das entsprechend machbar ist. Und auch für die jungen Mütter mit den Kindern sind wir da, glaube ich, gute Lösungen. Und von daher, also sowohl bei PTAs als auch bei Pharmaziestudium nur zu empfehlen. Vielen Dank auch hierfür, Herr Benkert. So, ich glaube, die Gäste haben einen kleinen Applaus verdient. Vielen Dank. Vielen Dank. Haben wir denn Pharmaziestudierende im Publikum vielleicht? Ah, da sehe ich Freiwillige. Möchte jemand von Ihnen erzählen, warum Sie dieses Studium begonnen haben? Vielleicht? Hier ist ein Mikrofon. Frau Hüttemann gibt es weiter. Vielen Dank. Hallo. Hallo. Ich bin Clara. Ich studiere aktuell ich komme jetzt ins siebte Semester und studiere in Münster. Und ich habe mich tatsächlich fürs Studium entschieden, weil ich einfach die Inhalte, die das Studium vermittelt, also quasi diesen Allround-Abschlag über alle Naturwissenschaften hinweg einfach sehr toll finde und ich tatsächlich auch die Vielfalt, die ich nach dem Studium quasi habe, sehr gut finde. Sehr schön. Macht es dir noch immer Spaß? Sehr gut. Hallo, ich bin Annika aus Würzburg, also ich studiere in Würzburg und ich habe mich fürs Pharmaziestudium entschieden, weil es so viele Möglichkeiten gibt, was man danach damit machen kann. Und auch wenn ich zuerst eine andere Idee hatte, denke ich, mittlerweile hat man also über so viele verschiedene Optionen nach, also einfach total toll. Und Sie beide kennen sich? Ja. Von der Expo-Farm oder schon vorher? Von vorher. Okay. Da war noch eine Meldung. Ich frage hier einmal einfach auch ganz dreist nach, können Sie sich denn auch die öffentliche Apotheke vorstellen? Also ich tatsächlich schon. Ich denke auch, dass das PJ nochmal so
wegweisend sein wird tatsächlich. Also ich schließe es halt absolut nicht aus und kann mir auch das Berufsbild halt sehr gut vorstellen, gerade wegen des Patientenkontakts. Genau, ich glaube, das PJ wird dann nochmal wegweisend sein. Ich muss sagen, also ich habe Pharmazie angefangen, nicht mit dem Gedanken, mal in die öffentliche Apotheke zu gehen. Aber ich finde, Herr Habecke hat das vorhin ganz schön gesagt, dass man sich entwickelt. Und wie Clara das auch gerade gesagt hat, das PJ wird wahrscheinlich wegweisend sein. Mittlerweile kann ich es mir vorstellen, aber ja, man wird sehen. Schauen wir mal. Ja. Genau, Herr Benkert hat gerade schon gesagt, die richtige Apotheke suchen. Vielleicht wäre hier noch ein Plätzchen frei. Immer mehr hin. Hallo, ich habe eigentlich eine Frage. Bitte. Wade, mein Name, und ich bin auch selbstständiger Apotheker aus Stuttgart und ich habe auch ein Einkaufscenter-Apotheke. Und meine Frage ist an Herrn Benkert und an Herrn Habecke auch. Da ich auch, meine Öffnungszeiten sind auch immer von 8 bis 20 Uhr. Die Wunscharbeitszeiten haben wir auch geschafft, dass jeder seine Wunscharbeitszeiten bekommt. Das geht ganz easy, außer Samstag. Also ich habe Samstag immer ein Problem. Und meine Frage ist, was haben Sie dann gemacht? Haben Sie Ihre Mitarbeiter so motivieren, dass Sie am Samstag auch bis 20 Uhr arbeiten? Weil am Samstag habe ich immer Personalmangel und ich muss immer selber arbeiten. Okay, Herr Benkert hat kein Mikro, deswegen antworte ich schon mal zuerst. In Münster ist das natürlich etwas einfacher, weil wir die Universität direkt in der Stadt haben. Das heißt, wir haben, also samstags beschäftige ich tatsächlich ab mittags Promoventen, ne? Also die promovieren an der Uni und arbeiten nebenbei dann noch in der Apotheke als Minijob, auf Minijob-Basis, und dann arbeiten die auch natürlich gerne samstags, weil die unter der Woche promovieren. Das ist jetzt die eine Sache. Die andere ist, dass wir tatsächlich auch für die PTAs nur einen Samstag im Monat haben. Also wir machen das so, dass wir jeden Mitarbeiter sagen, die müssen samstags arbeiten, aber einmal alle 4 Wochen. Und das trägt eigentlich jeder mit. Und das ist dann auch schon attraktiv, weil in vielen anderen Apotheken ja jedes zweite Samstag irgendwie gesetzt ist. Und das ist auch ein Vorteil natürlich eines größeren Teams, muss aber dann ja auch irgendwie, also eine gewisse Attraktivität muss man da auch schon bieten. Und dann arbeiten die auch gerne mal, was heißt gerne, aber arbeiten auch bis 22 Uhr. Okay, in allen drei Apotheken sind es knapp 60 Mitarbeiter. Nicht alles pharmazeutisches Personal, aber natürlich einige PTAs, die dann auch entsprechend samstags immer arbeiten. Aber nicht alle, das muss ich dazu sagen, arbeiten auch bis 22 Uhr. Also die PTAs zum Beispiel nur bis 21 Uhr bei uns maximal und samstags eigentlich in der Regel nicht. Also bei uns ist auch, die reisen sich nicht am Samstagnachmittag. Das ist ganz klar, wenn draußen schönes Wetter ist, ist Hochsommer, ist es nicht unbedingt ganz erquicklich. Wir haben auch heiße Diskussionen jetzt geführt, mit Öffnungszeiten brauchen wir es bis Samstag. Aber dann mal meinen Computer gefragt, wie es denn da ausschaut. Und ich kenne auch von dem Einkaufscenter, wo die eine Apotheke ist, eben den Chef sehr gut. Und der sagt auch, die haben am Samstag 16, 17 Uhr an, bis 20 Uhr nochmal einen richtigen Zulauf. Weil der normal geneigte Kunde, Patient, wie auch immer, der jetzt macht am Samstag früh irgendwas, da geht er in den Baumarkt und sonst wo. Und dann irgendwann kommen sie, jetzt braucht man noch das Essen fürs Wochenende. Also geht man dann in den Einkaufscenter, erledigt das noch. Und das haben wir bei uns jetzt auch in der Apotheke mal dann Zahlen verifiziert, dass halt ab 16, 17 Uhr nochmal ein Schub nach oben kommt. Und da habe ich meinen Damen auch gesagt, also sorry, andere Apotheken würde mit den Kunden zahlen, die wir um die Zeit haben, happy sein, wenn sie das in der Rush-Hour haben. Also das können wir nicht, dass wir da die Apotheke zumachen. Aber wir versuchen natürlich auch, dann sagen wir mal, langsam anzufluten. Am Samstag geht es halt früh um 8 Uhr erstmal mit nur 2 oder 3 Leuten los und dann ist es halt hinten dann auch wieder ab, dass wir es ein bisschen abfedern können. Aber versuchen auch, dass möglichst nur ein Samstag im Monat für die Mitarbeiterinnen da ist. Nein, Sie haben das Problem sicher nicht alleine. Das trifft uns auch. Ich meine,
Mit den Doktoranden ist natürlich ein Riesenvorteil. Die habe ich jetzt in Fürstenfeldbruck nicht unbedingt, da sind die arg weit weg. Wir haben aber auch Mitarbeiter, die beim Studium sind und am Samstag zu uns in die Apotheke kommen zum Arbeiten. Die sagen, die haben ein Praktikum gemacht, wie auch immer. Oder eine hat eine PTA-Ausbildung gemacht bei uns, hat dann Studieren angefangen. Das ist natürlich ein Segen. Die sagt, ich verdiene mir ein bisschen Geld dazu und kommt am Samstag. Also solche Sachen muss man dann halt auch schauen. Aber Stuttgart, denke ich, müsste ja auch in der Richtung irgendwas möglich sein. Genau, also es gibt auch viele, die in anderen Zweigen arbeiten und als Minijob zusätzlich in der Apotheke arbeiten, weil sie, wie wir gerade gesagt haben, dass, hier vorne haben wir jemanden, diesen Kontakt zu Menschen, die wirklich in diesen Teams auch diese pharmazeutische Arbeit am Patienten dann mögen und dann als Minijob noch zusätzlich auch mal einen Samstag im Monat zum Beispiel machen. Also da gibt es durchaus auch Konzepte, das zu ergänzen. Und dann macht das viel mehr Spaß. Ja, das prima. Wenn es jetzt keine weiteren Fragen aus dem Publikum mehr gibt, dann würde ich die Runde jetzt langsam aber sicher schließen. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie so aufmerksam zugehört haben und wünsche Ihnen jetzt allen noch einen schönen Donnerstagabend in Düsseldorf und vielleicht ist ja der oder die eine oder andere auch auf der Expo Farm Night. Vielen Dank. Ja, dann einen schönen Abend. Vielen Dank. Auch. Danke.